Herzlich willkommen zurück bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Wir sind jetzt zurück in der Vergangenheit. Und wir müssen uns verstecken und ich mache den Sound hier mal ein bisschen leiser. Das schreit mich nämlich gerade an. Das kitzelt. Ich bin gespannt, was wir in der So, ich muss mich verstecken. Ja, dann ab in das Handtuch. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Bitte. Also gut. Seufzt. Okay, das nennst du also verstecken, lieber Spieler. Ja. Nein! No! Holt meinte die Schleppe zuerst! Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören. Ja, das ist mir schon klar, Berndi. Aber ganz ehrlich, das Motorrad hätte das hören kann, muss lesen. Aber was muss ich jetzt wirklich? Das ausmachen, um weiterzukommen? Nee. Das kitzelt! Okay, dann haben wir es. Das ist clever gemacht. Ich muss erst einen Untertitel einschalten, damit da was geht. Dann gehe ich mal die Jacks melken. Komm, let's dance. Mach das Ding aus. Da steht noch nichts drauf. Eine Disco-Kugel. Kitschig. Aber irgendwie auch schön. Aha. Jack Fritzens Poster sind jetzt zum Glück verpixelt. Tja, das ist das Problem mit Zeitreisen. Und nun? War's das hier schon? Scheinbar. Okay. Zurück in die Zukunft. Ach Gott sei Dank ist die Musik weg. Oh, Mist. Hat doch länger durchgehalten, als ich dachte. Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polowien. Jack Fritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Polowien! Nein, nein, nein. Bernd, trödelt doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke. Hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Rock'n'Roll, Berndi! Woher weiß ich, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Wahnsinn. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polowien landet. Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Ah, hier ist ein Mikro. Jetzt komme ich dahin. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Wahnsinn. So eine Mikrowelle brauche ich. Warum nicht?
In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Richtig. Drück, drück. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Banana? Und Banana! Ich hasse Bananen. Gibt's hier hinten eigentlich noch irgendwas? Du sollst ja nicht essen, bist du kein Bananenbrot. Ein Schließfach. Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Hä, jetzt hängt hier irgendwie alles fest. Liegt das an den Untertiteln? Ach, jetzt, jetzt gibt's sie gar nicht mehr. Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Da kommen wir nicht rein. Kassettenrekorder. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder Anhören. Ich würde eher sagen, die fast freundliche. Zum schnell überspielen. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, warum oder? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Ja, warum nicht? Einfach klopfen. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen? Ein Affe? Jetzt haben sie die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Nein. Oh, süß. Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Ja. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was briegeln. Was? Magazin. So sieht Hixi Cola aus, wenn sie nicht mit Wasser gemischt wurde. Igitt. Sieht aus wie Altöl mit Leim. Moment. Das ist Altöl mit Leim. Kein Wunder, dass die Getränke hier gratis sind. Das Magazin klebt am Hixi Cola Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Ich spreche leider kein Äffisch. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was briegeln. Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Das heißt? Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Travel Card. Ich habe nur eine silberne Traveler Card. Mist. Hatten wir nicht vorhin schon euch in den Heft? Magazin. Sirup. Kann man das probieren? Hätte ja sein können. Warum nicht? Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Was? Sprachcode der Affen. Wissenschaft hat den Sprachcode der Affen entschlüsselt. Na da. Wir haben den führenden Affologen Dr. Ronnie Cheetah dazu gefragt. Oh nein. Antwort. Das ist alles ganz einfach. Im Grunde genommen verstehen Affen eh nur Banane. Banane? Banana? Heidnische Ritualtänze zum Nachtanzen. Regentanz. Man nehme etwas Blut. Rote Farbe tut es auch. Eine Obsidianplatte, eine Voodoo-Maske, eine Rassel. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen mit Blut. Alternativ roter Farbe auf die liegende Obsidianplatte. Danach zieht man sich die Maske auf und rasselt mit der Rassel beim gleichzeitig rhythmischen Hin- und Herhopsen. Wichtig,
das Hopsen so lange weitermachen, bis Regen fällt. Das kann je nach Klimazone ein paar Augenblicke dauern. Deshalb Geduld. Wir wünschen viel Vergnügen und gut Wolkenbruch. Die 1000 schrecklichsten Urlaubsziele. Platz 11. Es muss schon sehr dumm sein, seine kostbare freie Zeit in Polovien zu verbringen. Das Land ist arm an Reizen, dafür aber reich an Tropenkrankheiten. Es ist kein Wunder, dass bis heute noch keine Direktflüge dahin angeboten werden. Warum nur nicht? Die einzige Attraktion ist die Banana World, die von der irrigen Annahme ausgeht, dass ein Park, dessen Thema eine schnell im Schulranzen faul, braun und stinkig Südfrucht Kinder interessieren könnte. Schade für Polovien, dass Affen nicht in den Urlaub fliegen. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will, würde ich sagen. Kannst damit was anfangen? Ein Schallwellenkonservierer. So, jetzt fehlt mir nur noch ein recycelter Tonträger, der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Also Kassette? Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Mhm. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Wieso, da ist doch dieser Affencode drinne. Also, der... Was? Ach so, Banane. Ich mag auch keine Bananenbusch. Aber das ist halt die einzige Sprache, die die Affen verstehen. Genial, Bernd. So, jetzt fehlt mir nur noch eine Permanentverbindung in Streifenform. Eine, bitte was? Hier, Klebeband. Permanentverbindung in Streifenform. Oh, wären Techniker heute ohne sie. Vielleicht beim Lernen? Wenn man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So, Momentchen grad. Ich baue schnell. Oh je, oh je. Will ich das jetzt wirklich? Den Fish Translator 4000 XL Deluxe. Ja, nennt sich euch. Was hatte ich Apple erwartet? iPhone 6. Hightech Star Trek Bling Bling? Oder trotzdem so. Bin ich irgendwie enttäuscht. Und damit jetzt wahrscheinlich hier zum Nein. Mal aussieht. Sehen, ob das klappt. Hallo? Druck? Es funktioniert. Frag ihn mal, warum die Affen im Zoo immer so gerne Kacke an die Fenster werfen. Nein, das werden sie nicht. Das ist Privatsache. Bernd, frage ihn, ob er uns in Polovien absetzen könnte. Da ist da ein Bananendingstag gibt. Bananapark. Okay. Schon mal gelesen. Herr Flieger? Könnten Sie uns in Polovien absetzen? Da ist es sehr schön um diese Jahreszeit. Also, wenn es schön ist. Zumindest. Okay. Warum sollte ich das machen? Weil es da einen Bananenpark gibt. Weil Banane. In Polovien gibt es die Banana World. Ein Freizeitpark, der die gammelige Südfrucht zum Thema hat. Ich könnte wetten, dass die Schlangen vor den Fahrgeschäften überschaubar sind. Uck. Das heißt? Banana World, ich komme. Das macht Spaß! Ja, Tiere. Menno, ich will auch Bananenachterbahn fahren. Wer will es nicht? Aber wir haben einen Fall zu lösen. Ich glaube, dass man mit dem Schaden, den wir mittlerweile angerichtet haben, gut und gerne 3 neue Bronze-Yaks im Stadtpark aufstellen könnte. Bernd, es geht hier ums Prinzip. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Und ich mich an die Stirn, wenn meine Arme nicht zu kurz wären. Mist. Schön, wo sind wir denn jetzt? Ah, die Stelle. Wir müssen den Lärmerschopf finden.
Bestimmt kommt man da ganz ohne Probleme rein. Sei doch nicht immer so negatorisch, Bernd. Darf ich diesmal durchs Fenster fliegen? Nein. Und das ist das. Müssen wir kurz hinhorchen. Einer von den beiden ist nämlich Fabian Siegesmund. Müssen wir kurz hinhorchen. Ein Pullovianer. Wie passend sind ja auch in Pullovien. Pullovianer? Wie kommt der hierher? Echt mal. Guten Tag. Gut? Was ist gut an diesem Tag, wo ich keine Karten mehr für die Jagdopferung bekommen habe? Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Für das Jag? Für dich. Vielleicht war es dir vom Schicksal nicht bestimmt. Eine Karte zu haben? Ein Jag zu opfern. Jags opfern ist falsch. Es gibt doch wahrlich genug Gewalt in der Welt. Dann nehmen wir aus dem Brot. Komm jetzt bloß nicht mit sowas wie Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Verdammt, du hast recht. Das geht schon. Ja, weil ich es immer schon in mir gespürt habe. Gewalt in der Welt ist, als würde man mit einem Stock gegen den eigenen Schatten kämpfen. Ist das nicht eine schöne Metapher für das ganze Leben? Auf einem Sandstrand. Was? Nackt. Igitt. Jetzt nicht mehr. Kastiges Ding, du hast mir sehr geholfen. Mist, kein Strand weit und breit. Sicher? Auf Wiedersehen. Und das war Fabian Siegesmund in Bernd das Brot und die Unmöglichen. Herzlich willkommen. Und hier ist eine Toilette. Die wir nicht aufkriegen. Türsteher, kommst du nicht rein. Guten Tag. Wir... Geschlossene Gesellschaft. Heute nur Stammpublikum und B-Prominenz. Wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo. Nein. Aber ihr seht nicht so aus wie die. Spieleentwickler? Ja. Schon wieder alberne und herabwürdigende Vorurteile und Klischees in Bezug auf andere Kulturen? Jupp. Warum? Weil's so im Drehbuch steht. Können wir jetzt weitermachen? Wenn's sein muss. Ja, muss sein. Tut mir leid, Bernd. Tut es dir nicht. Stimmt, aber jetzt geht's wirklich weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo, aber ihr seht nicht so aus wie die. Prima, Fall zu Ende. Bernd fliegt nach Hause. Bernd, wir müssen uns als die Pablo-Brüder verkleiden. Yippie, Karneval! Ich hab's geahnt. Kommen wir jetzt auf die Toilette mit dem Toilettenschlüssel. Hurra! Der Universal-Toilettenschlüssel funktioniert auch hier. So habe ich überall auf der Welt ein stilles Örtchen. Oh, nicht. Der Schlüssel ist abgebrochen. Verdammt. Dann nicht. Mist. Wollte ich sagen, der Schlüssel passt hier überall. Das ist echt Wahnsinn. Der Schmerz, der gut fährt. Alberner Spruch. Und reimt sich nicht so richtig. Ach ja. Noch irgendwas hier. Bolivianer. Was ist das denn, Lima? Wettenfett. Gibt's hier noch irgendwas? Hier, nein, da, nein, da ist ein Händler. Ich kaufe neue Ausrüstung. Was kaufen, kaufen, Ponacke. Guten Tag. Ich hätte gerne 3 Ponchos und 3 Hüte. Drei Hüte und 3 Ponchos kosten 10 pullovianische Pfund und 30 Pennies. Pullovianische Pfund? Pullovianische Pfund. Wo kriege ich denn jetzt pullovianische Pfund her? Beim Bettler natürlich. Ein blinder Bettler. Gehört in jede Fußgängerzone, die etwas auf sich hält. Ey, das ist so mies. Na, Meister, hast du was für mich? Nen guten Tipp. Werd nie Held in einem albernen Computerspiel. Alter, der kommt mir ja nicht in den Sinn. Hier verdiene ich wenigstens ehrliches Geld. Da haben Sie recht. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht 10 Pfund und 30 Penny leihen? So sieht er auch aus. Klar, Meister, bedien dich. Echt? Scherz, sehe ich aus wie die Wohlfahrt. Freilich. Dürfte ich mich dann vielleicht neben Sie setzen, um auch ein bisschen was zu verdienen? Kannst mal schön vergessen, Meister, das ist mein Platz. Meiner ist das. Das ist mein Platz hier. Leere Dose? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Na doch. Hallo? Spieler?
Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Na, Meister, hast du was für mich? Na, ist das nicht alles ein bisschen eintönig? So rumsitzen den ganzen Tag? Was soll ich denn sonst machen? Golf spielen oder was? Na, freilich. Ich hasse Ballsportarten. Ey, Alter, ich spiele Golf. Ich dachte, Sie sind blind? Na und? So, ich geh noch eine Runde auf die Driving Range, wa? Macht gut. Nein. Ah, na dann, mal los. Jetzt kommst du mit der leeren Dose hinsetzen. Nein. Dann wollen wir mal. Dose hin und hingehockt. Oh, die Pullovianer sind wirklich sehr großzügig. Und der meine Loser. Volle Betteldose. Ehrlich verdientes Geld. Ui, was haben wir da? Ein Glückspfennig und ein Blankoscheck. Ah, und wir haben einen Stift. Komm, selber ausfüllen hier. Komm. Mist, ich habe zu kurze Arme dafür. Darf ich helfen? Nein. 10 Pfund? 30 Penny? Genau. Wir hätten auch 1 Million eintragen können. Ich weiß nicht, wie viele Nullen die hat. Oh. Die Frau, das Ding, das ist so anders. Aber hier, jetzt kriegen wir wenigstens unser Zeug. Hier, 3 Ponches und 3 Hüte. Ich mach jetzt Mittagspause. Hier, du bist gelb. Ich bin blau. Hier, Priegel, komm mal her. Du Biene Maya. Im Busch. Ah, Hüte. Keine Ahnung, sieht alles bescheuert aus. Wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Nicht mit der Hut-Poncho-Kombination. Da stimmt ja gar nichts. Wie bei Sauerkraut mit scharfer Paprika. Aber hat nur mit den Hüten genölt. Das hat... Das ist immer gelb. Oh Gott. Hier kommt, das sieht bescheuert genug aus. Was weiß ich, rot und gelb, das passt eigentlich gar nicht, aber was soll's. Oh Gott, ich versuch's einfach mal, irgendeine Kombination jetzt hier. Ich hab keine Ahnung. Wir sind die Pablo-Brüder. Hey, Chiluan, Prielio, Protego, Pablo. Nein, das war sogar richtig. Dann kann die Party ja losgehen. Ihr wisst ja, wo es lang geht, oder? Aber natürlich. Ja. Yippie. Ich meine, Karamba. Ja. Olle. Olle. Holla, Driadio. Scharf? Ja. Oh, Entschuldigung. Okay. Gut, ich würde sagen, bis hierhin. Wo ist denn die Party? Das wüssten wir, wenn wir die Pablo-Brüder wären. Ich könnte ein Dimensionsloch sein. Ja, könntest du. Musst du aber nicht. Richtig. Und hier machen wir es für Feierabend für heute. Würde ich sagen, liebe Freunde des gepflegten Brotspiels, würde ich sagen, ja, guten Hunger zum Abendbrot. Macht euch ein Leib, eine Scheibe von Bernd. Oder was anderes, keine Ahnung, mir der war schlecht zugegeben. Ich bedanke mich bei euch zum Zuschauen, euer Robert am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, und nebenbei FIFA 13. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.